Mit der Marktstraße beginnen wir die neue Folge unserer Reihe Gassengeschichten. Durch diese Straße gelangt man in das belebte Herz der Koblenzer Altstadt. So, jetzt sind wir hier über den Plan, Teile von dem alten Stadtgraben gegangen. Hier ist der alte Graben, da ist die Lührstraße und wir gehen jetzt in die Marktstraße, in das römische Kastell. Hier die vier schönen Häuser sind alle nach 1688 gebaut. Das Haus, das kennen die Koblenzer gut als Raffauf, Tuch- und Stoffhandlung, Raffauf, 1690. Dort drüben das Haus zum heiligen Petrus, 1691. Da war früher die Einhornapotheke drin, über 300 Jahre. Und hier auf der Seite das Haus zum grünen Baum. Das war im Zweiten Weltkrieg total zerstört und ist 1950 so schön schon wieder aufgebaut worden. Mit dem schönen Erker da oben. Und da muss man wirklich den Hut ziehen, dass man 1950 schon wieder die Idee gehabt hat, wir bauen das so schön wieder auf. Hier, das war der Eierstock. Da ist ja Eierstockhaus. Und der Eierstock war eine Teppichhandlung. Die haben Teppiche verkauft. Und das ist eine sehr bekannte Kaufmannsfamilie, heute noch bei uns in Koblenz. Und dann kam nebendran Berufsbekleidung. Gemäuer, grüß dich. Berufsbekleidung, die haben also Arbeitsbekleidung verkauft. Und hier, wo jetzt Adenauer und Co. steht, da war das erste Lade der Rheinzeitung. So hat die Rheinzeitung angefangen, nur im Griech. Und hier waren also alles Einzelhandelsgeschäfte. Hey, war was los? Gemäuer. Ja. Und hey, da war früher die Brotversorgung, das war die Familie Link, Bäckerei Link. Und die haben die Normgriech, die Stadt mit Brot versorgt. Die hatten hey, ihre Bäckerei zum Schluss gehabt. Und als der Letzte dann aufgegeben hat, da ist dann jetzt in türkischer Hand. Hier die Häuser, die waren dann im Griech kaputt. Da war früher die Firma Hart war auch. Wie so früher die vier Türme, das war auch so eine Lebensmittelkette, war das, aber ein bisschen begrenzt hey, auf die Stadt. Die haben drei, vier, moin, grüß dich. Die haben drei, vier Läden gehabt und hier war der Hart. Und dann kam Fürstbach. Fürstbach war Bettengeschäft, da konnte man also Matratze und Bettbezüge und Kopfkissen kaufen. Und hier war Gachtram und Streuser. Butter, Eier und Käse, kommen da, also Lebensmittel. Geschäft. Und die haben unten im Keller noch, aus der römischen Zeit, haben die unten im Keller noch Lagerstätte für Eier, wo man Eier länger verwahren konnte. Das war irgendwie kalkhaltig und so was, hat man da unten im Keller, kann man das noch finden. Und wir kommen jetzt in das römische Kastell. Wenn wir jetzt über die Pflastersteine da gehen, die wir gleich sehen, dann gehen wir durch die römische Stadtmauer. Und das können wir hier auf der Tafel können wir das wunderbar sehen. Wir stehen jetzt genau hey, an dem Fleck. Da war das Tor. Das Südtor, moin. Südtor, rein in das Kastell oder raus aus dem Kastell. Da war früher der Metzger Hansen drin. Metzgerei war das früher. Aber direkt daneben dran war das Kaffee Hahn. Kaffee Hahn, wenn sie da morgens um 11 Uhr Brötchen gekauft haben, dann waren die herrlich braun. Aber die waren nicht vom Backen braun, die waren vom Nikotin braun. In der Wirtschaft, in dem Kaffee ist geraucht worden, der Chef hat selber noch dicke Zigarre geraucht. Das waren also immer schöne, knusprige, braune Brötchen. Backstufe vorne im Keller. Und die haben sich immer die Presseleute getroffen. Die haben hier die Anzeigewerber und so weiter. Die hatten hier ihren Stammtisch. Da kommt nämlich auch Bier und alles hin, war so ein langer Tisch. Das war richtig schön, gemütlich, Kaffeechen, hey, Kaffeehahn beim Hans Karl. Ja, und hey, Wehrmann, da war vor dem Wehrmann, war da Kratz, Toto, Lotto, Kratz. Und da konnte man alles auf Teilzahlung kaufen. Das war in dem Haus gewesen. Und heute der Chef von der Eck ist heute Recher Hennerich. Eines unserer Koblenzer Originale, immer unser Geschenk, noch zwei andere Figuren auch, ein Geschenk von der KEWAG. Und da zeigt der Recher eines unserer Koblenzer Originale,
Der war vom Beruf Schuster, Schuhmacher. Und der hat aber gerne eine getrunken. Und der ist immer wieder auffällig geworden. Und der war immer froh, wenn im Winter er im Gefängnis war. Der hat immer dafür gesorgt, dass er im Winter im Gefängnis war, im Bullesee. Da war er versorgt, da war es warm. Da hat er was zu essen gekriegt. Und der war bei der Landwehr in Witt, war der als Tambor, also als Trommler. Der hat gesagt, hier die Preußen, die haben mich halt gestritzt. Ich habe mir bei den Fingern plötzlich getrommelt. Morgen lasse ich die ganze Garnison antreten. Da hat er gesagt, wie willst du das dann machen? Da hat er gesagt, das zeige ich euch. Morgen wird er das sehen. Da hat er sich morgens die Trommel umgebunden, ist halt durch die Gasse, über die Plätze, durch die Straße hier und hat den Generalmarsch getrommelt. Das war der höchste Alarm. Und da sind die alle gestimmelt und gespornt auf dem heute Gürresplatz. Da war früher der Paradeplatz, sind die angetreten. Der eine oder andere hat sich sogar ein bisschen gefreut, hat gedacht, käme ein bisschen Gräsch, käme ein bisschen von der Mutter weg. Aber das war nichts. Der Recher Henrich hat sie angeschmiert. Und der muss dafür ein Tippo. Ein Tippo war hier auf der Lühr, also der Bundesheer, das Gefängnis, war hier auf der Lühr, wo der Pollack später war, da ungefähr war das Gefängnis. Und da hat der Gefängnisdirektor gesagt, Sie sind ja Schuhmacher vom Beruf. Da können Sie meiner Tochter ein paar schöne Stiefel machen. Hat er gesagt, mache ich. Du musst nur schön Leder kaufen, da kriegst du ein Kind schöne Stiefel gemacht. Der hat wunderbare Stiefel gemacht für das Kind. Aber weil er der Gefängnisdirektor nicht leiden konnte, weil er die Ohren Preuß war, hat er die Absätze vorne hingemacht. Und wie er sich beschwert hat, hat er gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich dich auffress. Meinst du, wie gut das Kind da mit dem Berg runterlaufen kann? Ganz verrückter Hund, der hat den Landrat an Silvester mit der Kloppbeutsche über die Lührstraße gejagt, aber ist nachher gestorben im Armenhaus in Trier. Also sein Spur verliert sich im Armenhaus in Trier. Und die Kebak hat uns die Figur spendiert. Hille, der Recher Henrich, die Maatfrau und der Schutzmann Otto im Rahmen der Altstadtsanierung, um die Altstadt zu verschönern. Ja, so ein Heim im schönen Haus ist der Fritz Zimmer geboren, unser Heimatdichter. Der hat sich 1939, der hat wunderschöne Gedichte gemacht. Und der hat sich 1939 heiße geboren. Und dort im Haus, wo jetzt Willems steht, dahinne, da hat er sich das Leben geholt. Weil er sollte damals aus der Stadt raus, weil er so alt war, sollte aus der Stadt. Er wollte aus der Stadt raus und hat sich dann da aufgehangen, in dem Haus. Und da hat die Frau in der Kermesgesellschaft hat die Tafel anbringen lassen zu einem der besten Mundartdichter, die wir in Koblenz hatten. Die Münzstraße führt vom Münzplatz aus in die alte Burgstraße. Manfred Knifke hat über diese Straße viele interessante Geschichten zu erzählen. Da haben wir in Koblenz in der Altstadt wunderschöne alte Gasse. Die haben noch irgendwo eine Geschichte, eine lange Geschichte. Und ich als Altstädter, ich bin ja hier geboren, habe viel in der Gasse erlebt. Sowohl früher hier zum Beispiel auf der Ecke, wo hier steht, Heinrich Schemmer, war ein Kolonialwarenlade, das waren die Schemmers. Und die haben selber einen Schnaps gebrannt, so einen Marebitter. Und der hat den Markennamen Ohrenroller gehabt. Scheinbar war der so schroh, dass die Leute beim Trinken die Augen verdreht haben, das wäre Ohrenroller. Und das war, der Markenname war gesetzlich geschützt. Die Geschichte von dem Heinrich Schemmer von dem Haus ist ein bisschen tragisch ausgegangen. Ältere Koblenzer werden sich erinnern, der letzte Sohn, der hat noch einen Bruder, der lebt noch, aber der älteste Sohn, der den Ladenbetrieb hat, ist mit seiner Frau 2011 in ihrem Haus oben in Paffendorf angeblich von der Schwiegertochter umgebracht worden, erstochen worden. Der Rucksack hat schon am Tisch gestanden, auf die Buga zu marschieren. Und wir glauben heute noch nicht, wir Altstädter glauben heute noch nicht, dass die Schwiegertochter das war, aber gut. Hier das schöne Haus hat überlebt, ist von 1906, das ist Gründerzeit. Und da war früher, zu meiner Jugend, war da ein Showgeschäft drin, der Rummel. Und seit der Zeit wird das hier als Gastronomie genutzt. Wir sehen da auch wieder die zwei anderen Figuren stehen von der Kebak. Die Maatfrau und der Schutzmann. Die Maatfrau erinnert daran, dass er früher der Maat war, die Frau Engelstein. Dienstags, Donnerstag, Samstags war der große Maattag, wo der ganze Platz war voller Maatleute, die Beschicker, die Sachen gebracht haben. Und der Schutzmann erinnert an die alte Polizeiwacht, das alte Polizeirevier im Münzmeisterhaus. Ja, die zwei Figuren prägen jetzt den Münzplatz. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, rechts sehen wir so zwei Torbogen. Die sind übrigens oben
aus der preußischen Befestigungsanlage auf der Kartausowe, in der Nähe vom Löwentor, sind die irgendwie ausgegraben worden. Der Hausbesitzer hat die damals gekauft, hat die eng gebaut. Heim war vorher eine Bäckerei, die Bäckerei Fritz Meid. Der hat eine Bäckerei gehabt, noch im Krieg. Er war so ein Imbissbude. Die ist immer abgebrannt in der 70er, Ende der 70er Jahre. Und dann hat hier der Spielmann die ganze Ecke wieder aufgebaut. Da kann man jetzt hier reingehen durch das Kunstgästchen und kommt dann hinne neben der ehemaligen Bäckerei Klein an der Kirche hinne wieder raus. Er war früher Samengeschäft. Wir erinnern uns noch gut dran an die Frau Ergun mit ihrem Gemüselade. Hey. Dann war da, die Frau Ergun, da war das Samengeschäft. Und daneben dran, da war der Blums Alfred. Der Blums Alfred war Devotionalienhändler. Also da konnte man die Kommunion kehren, zu Rosenkranz, Mutter Gottes, Gebetbuch, alles konnte man da kaufen. Aber wer braucht heute noch einen Rosenkranz, wer braucht noch ein Gebetbuch? Heute kann man sich da die Fingernägel sauber machen lassen. Und der gute alte Alfred Blum geht es nicht mehr. Und der hat 1975 mit mehreren von uns Altstädter haben wir die Bürgergruppe Altstadt gebildet, die heute leider auch nicht mehr geht, weil es keine Leute mehr da, die da mitmachen, ist total überaltert. Aber die war während der Altstadtsanierung ein sehr wichtiger Ansprechpartner für die Leute, die Bürgergruppe Altstadt. Also das habe ich, wie gesagt, früher alles gemacht. Da hinten, wo der jetzt steht, Münzplatz Kolonnaden, da war für das Burgtheater ein Kino. Das war so ein klassizistischer Bau, also 15, 16 Jahre. Beinahe wäre das sogar stehen geblieben. Hätten wir aus Denkmalschutzgründen den nicht abgerissen. Aber das ist dann abgerissen worden, dann ist vor 20 Jahren dieses Wohnhaus da gebaut worden. Und hier die Häuser, die sind alle aus 1688. Das ist auch Fachwerk. Hier ist ein Fachwerkhaus, das ist ein Fachwerkhaus. Aber bei uns mussten im 19. Jahrhundert, wir waren eine preußische Festungsstadt, haben die Preußen verlangt, dass die Fachwerkhäuser verputzt werden. Wir haben gesagt, frei in den Balken, fängt bei Funkenflug, bei Beschießung und so, fängt die Feuer. Da hat man die Fachwerkhäuser verputzt und nur ganz wenige sind dann nachher wieder freigelegt worden. Hey, der große Raum mit der Kolonnade, wo jetzt steht, drei Häfen, da war früher schön gutbäuerlich lokal. Gaststätte zur Münz, ja. Mit dem Kaibs Willi und dem Elsus und der Frau. Daneben dran ist die Kaffeewirtschaft, das war vor der Kanonenbäcker. Und die Häuser sind gebaut worden 1910, 1911 für das Militär. Und in den 70er, 80er Jahren war hier eine legendäre Wirtschaft, Guidos Börse, die war hier drin. Und der Guido, der Wirt Guido Gerner, war eine schöne Kneipe. Guido Gerner, der wollte in Guinness-Buch der Rekorde. Er wollte an dem Gastwirt sein, der die meisten Frauen geküsst hat. Er hat also jede Frau, die hier hinkommt, hat einen Kuss gegeben und er wollte mit dem Guinness-Buch der Rekorde. Aber irgendwann ist er, glaube ich, darüber gestorben. Dann war er noch rum. Ja, und hier haben wir etwas, wo ich immer froh bin, dass wir das noch haben: LSR. Das heißt Luftschutzraum. Hier war früher ein öffentlicher Luftschutzraum. Wir hatten auch zugewiesene Luftschutzräume. Man muss straßenweise, der muss dahin, der muss dahin. Und wir wussten genau, wo wir hin mussten. Wenn aber jetzt, wenn wir in der Stadt waren mit der Mutter, wir kennen mit der Mutter, und es gab einen Alarm, Fliehalarm, musste irgendwo hin. Und da konntest du in so einen öffentlichen Luftschutzraum. Und hier war so ein Lämpchen, so ein Laternchen, da war unten so ein schmaler Spalt, da kam ein bisschen Licht raus. Damit man die Stadt verdunkelt war, damit man den Keller auch gefunden hat. Und die Häuser waren meistens miteinander verbunden, die Luftschutzkeller. Damit, wenn jetzt heute ein Treppenhaus bombardiert wäre, wo man hätte nicht mehr rausgekommen, hätten wir unter den Keller das nächste rausgekommen. Hey, in so enge Gasse war doch manchmal so, dass man unter der Straße durchkommt, auf die andere Straße seid. Und wir haben ja Glück gehabt. Koblenz war ja zu 87% durch Bombe zerstört. Wir hatten allein von April 44 bis Kriegsende 40 Luftangriffe auf die Stadt. In der Zeit sind 10.000 Tonnen Bombe abgeworfen worden. Von 25.000 Wohnungen waren 15.000 Wohnungen total zerstört. Aber wir hatten nur 1.000 Tote. Das sind zwar 1.000 Tote zu viel, aber wenn Sie andere Städte hören, in einer Hamburg, Dresden, 30.000, bald 40.000. Am 16. März 1945, da haben die Amerikaner den Wilhelm abgeschossen. In derselben Nacht ist Würzburg bombardiert worden.
5000 Tote in einer Nacht, da hat der Amerikaner 3-4 Kilometer Luftlinie vor dem Rhein gestanden, haben die Würzburg. Und mir, trotz seiner vielen Angriffe, mit 1000 Tote sind wir im Blauen Auge davon gekommen. Da kam aber auch durch die Evakuierung. Wir sind nach dem schlimmen Angriff am 6. November 1944, wir sind noch ausgepumpt worden in der Weißen Gasse, sind wir zwangsevakuiert worden nach Thüringen. Und da war ja, wie jetzt die Angriffe kamen, Dezember, Januar, waren fast keine Leute mehr in der Stadt. Da konnte auch nicht mehr viel passieren. Okay? Aber ich bin heute noch dankbar, wenn Chef, da sehe ich wieder, wie gut es mir geht, dass ich nicht mehr den Luftschutzkeller brauche. Und hoffentlich brauche und sie das auch nie. Dass sie und mein Engelscher in den Luftschutzkeller müssen. Hier hat er vorher einen Zähnekneip, der Fasan. Da wurde die Wirtschaft, wurde meiste Bier verkauft. Das war in der Altstadt, obwohl der erst abends um 12 Uhr aufgemacht hat. Da war so ein primitiver Laden. Aber der Wirt war legendär, der Zennersch Ernst, schon Kapellnis, schon Johnny. Der war Ringer, der war mir in der Schule, der war Ringer. Und ein guter Ringer. Der hat alles selber erledigt. Wenn er jetzt hoch war, da hat er die zusammengebundene Eifel die Tür gelöst. Da konnte die Polizei die abholen, von Filzlopperei. Und oben Klo, der Herrenklo oben, da war ein Dach drin. Da hast du ein Dach hingepinkelt, dann ist dann in den Abfallrohr reingelaufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich bin ein Elektriker vom Beruf. Und wenn mal was nachts kaputtgeschlagen ist, dann habe ich das repariert. So, Schwarzarbeit. Da habe ich immer gesehen, da war ja hell, da war die Wirtschaft mal hell, sonst war das ja immer dunkel drin. Gell? Und er hat Schultheißbier gehabt. Und wenn er den ganzen Abend Königsbauer getrunken hat, bis dann zum Abschluss, weil der einzige Laden war, der noch auf war. Und dann hast du Schultheiß getrunken, da hast du den nächsten Mal so einen Rummel hast du gehabt. Gell? Aber das war, und ich weiß noch gut, der war 32 oder 38 Jahre da drin. Und wie die Konzession abgelaufen war, hätte er müssen das alles restaurieren, auf den Neustand bringen. Und das konnte ich auch finanziell nicht, war auch zu alt dann dafür. Und er hatte in der Eifel vorne im Erdloch, glaube ich, hat er ausgeharrt. Und er hatte aber noch Schweine gezüchtet und ist dann immer rumgefahren und hat dann in der Gaststätte die Speisereste abgeholt für seine Schweine. Und hat immer gesagt, Manni, ich käme so gerne wieder in die Altstadt, aber meine Frau will nicht. Der war alle für tut, hat seine Frau hinter der Mehlgast gewohnt. Ja. So geht das. Und der Ernst von dem Mieter. Guten Morgen, grüß dich. Hier das Eckhaus jetzt, hier Kuba, das war früher Hotel und Weinhaus. Das Weinhaus Scheid und das ist der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ist das abgebrannt in der Heiligen Nacht. Ich weiß noch gut, also vom 24. auf den 25. Dezember ist das abgebrannt. Wir sind natürlich alle hingel auf Gucke. Da sind auch Leute verbrannt im Haus, in dem wir rauskommen. Ich glaube, 4 Stück damals. Und das war schon ein Drama. Und dann ist das hier wieder nicht so besonders schön aufgebaut worden. Und hier gegenüber das Haus, das hat auch ein bisschen Geschichte. Da kommt nämlich der zweite amtierende Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz her, der Peter Altmaier. Der hat in dem Haus gearbeitet als Prokurist bei der Firma Briech. Und das war, also richtig hieß die Briech. Wir sagen Briech. Und die haben Fisch im Großhandel verkauft. Im Einzelhandel und Großhandel. Fernbuchstraße hatten ein großes Fischgeschäft. Und der war der Prokurist, bevor der in die Politik gegangen ist. Und deswegen hat er bei uns Koblenzer den Beinamen gehabt, der Fischbitter oder der Heringsbänder. Und uns hat keiner gesagt, ich habe den Herrn Ministerpräsident gesehen. Wir haben gesagt, der Fischbitter ist so bekannt. Oder der Heringsbänder. Das war nicht der Spitzname, aber das war nicht böse gemeint. Gell? Das war halt eben, weil der aus dem Fischladen kommt, spezifisch der Meier. Fischpeter. Ja. Und das ist also auch die Firma Briech, geht das auch nicht mehr. Das ist also alles Geschichte. Auch Heidi, kleine Münchstraße, hat eine lange Geschichte. Münchstraße ungefähr seit 1900 rum, 1880, 1890 ist das die Münchstraße. Und jetzt sind wir dann schon wieder in der Hauptverkehrszone, Herr Uwe, in der Burgstraße. Ich denke mal, für die Münzstraße reicht das. Vom Münzplatz aus gelangt man in die Straße an der Liebfrauenkirche. Bei schönem Wetter im Sommer laden die Treppenstufen der Liebfrauenkirche Einheimische und Touristen zum Verweilen ein. Da sind wir jetzt hier an der Schädelstraße, die heißt an der Liebfrauenkirche. Früher war da die Martstraße. Weil Heimat war,
Aber vor dem Kirchhof irgendwann mal umgetauft wurde an der Frauenkirche. Hey, in dem schönen Haus auf dem Eckhaus ist der berühmte Mundartdichter Fritz Zimmer geboren. Hey, war früher in Metzgerei drin. Hey, nebendran war eine Metzgerei, da war der Metzgerloch. Hey, war der Metzger Hartenfels, da war der Metzgerloch. Und da nebendran kommt schon wieder ein Metzger, der Metzger Kalt. Drei Metzgereien nebeneinander. Und um die Ecke rum war noch eine Metzgerei, der Metzger Hansen. Das alles noch in den 70er Jahren. Nichts mehr von da. Hier auf der Ecke der Schemmer, das war ein Kolonialwarenlade, nachher ein Edeka-Lade. Die Leute gehen auch nicht mehr, aber da ist jetzt der Pfeffersack drin. Und das Geschäft läuft scheinbar gut und bringt auch Leute in die Altstadt, Kunden in die Altstadt. Da, wo jetzt Nachtware steht, hey, auf der Seite, da haben wir früher die Milch gekauft. Da war unser Milchhändler, die Kirskes, da hast du die Marermilch und Vollmilch hast du da, bist du mit der Milchkanne hin als Kind. Hey, die schönen Geschäfte, wenn man sich so daran zurückerinnert, hey, war früher ein Schuster, der hieß Mahalaklatz. Der hat so einen ausländischen Namen gehabt, Albaner war das oder irgendwas. Der konnte mich nicht ausschwätzen, da haben wir immer gesagt, der Mahalaklatz. Ja, woher jetzt ein schönes Modegeschäft drin ist, so hauptsächlich ein bisschen für jüngere Leute. Da war früher der Neiser, Lebensmittelgeschäft. Dann war da eine Drogerie und Parfümerie drin, da war der Gerd Kühl. Und dem seine Bruder, der gehört doch das Haus, dem seine Bruder hat hey im Möbelgeschäft gehabt, die Firma Möbelweiß. Der Dieter und der Usch haben den Laden betrieben. Und das Haus gehört auch denen in ihrem Besitz. Und heute ist da das i-Tüpfelchen drin. Da kann man also alle möglichen Stoffe und so was kaufen, kriegt auch was genäht, wenn man das machen will. Und früher haben die auch noch Nähunterricht gehabt. Da haben die so Nähstube gehabt, da konnte man dann Nähe lernen und so was. Und jetzt sind wir hier auf dem höchsten Punkt der Innenstadt. Wir sind hier vor der Liebfrauenkirche. Wir alle Koblenzer sind die Oberfachkirche. Und das sieht man an den Straßenschildern. Gucken Sie, da oben steht an der Oberfachkirche. Sehen Sie da? Und dahinter steht an der Liebfrauenkirche. Hinter das ist amtlich. Liebfrauenkirche ist amtlich. Und Oberfachkirche haben wir gemacht. Ich habe das mal in Brüssel gesehen. Da sind die Straßenschilder zweisprachig. Und da habe ich gedacht, was in Brüssel geht, geht auch in Koblenz. Da haben wir einen Antrag gestellt, bei der Stadtverwaltung ein Schild anbringen zu dürfen an der Oberfachkirche. Und dann hat die Stadtverwaltung das abgelehnt, aber wir hatten schon das Schild. Das hat damals beim Sauerbrei 115 Mark gekostet. Da haben wir das beim Altstadtfest vorne auf die Ecke gehangen, Fahnen drum gewickelt und der damalige Oberbürgermeister, der Herr Hörter, der hat das feierlich enthüllt. Der wusste überhaupt nicht, was da drunter war. Und fing direkt an zu schänden und hat gesagt, ist verkehrt geschrieben. Weil Koblenzer Blatt schwätze ist kein Kunst, aber schreibe. Ich habe den Montag direkt festgemacht. Und da habe ich zu dem Obermeister gesagt, ich sag, Willi, was machen wir dann, wenn den Leute kommen und sagen, wir müssen das wieder abmachen. Hat er gesagt, das ist denn nicht, das wäre Provisorium. Und Provisorium hallen sich in Koblenz am längsten. Der ist schon 22 oder 23 Jahre tot. Das Schild hängt immer noch da und bleibt doch hängen. Warum Oberfachkirch? Weil das immer die Stadtpfarrei war. Das war die Stadtpfarrei, die Liebfrauenkirche. Und die ist auch nicht von dem Kirchenvorstand oder sowas verwaltet worden, sondern von dem Kirchmeister. Und der Kirchmeister wieder ist gewählt worden von den Stadtschöffen. Der Pastor und der Kaplan waren nur für den frommen Kram zuständig. Das andere hat der Kirchmeister gemacht. Wir gehen mal gerade hier in die Ecke ein bisschen rum. Das ist die selbe Kirche. Oder besser gesagt, die dritte Kirche. Auf demselben Platz. Hey? Und was wir sehen, ist im 12. Jahrhundert, romanisch, 1182, der erste Gottesdienst. Die Vorgängerkirche aus dem 9. Jahrhundert ist im 10. und 11. Jahrhundert zerstört worden. Und im Zweiten Weltkrieg auch Term abgebrannt, Dächer abgebrannt, alle Fenster kaputt, aber die Gewölbe sind heil geblieben. Und ich habe am ersten Adventssonntag 1945 mit meiner Oma schon wieder da drin gesessen. Man hat in die große Kirche eine kleine Notkirche gebaut. Die hieß Klein St. Marien. Und da bin ich auch 1948 mit zur Kommunion gegangen und Messdiener geworden in Klein St. Marien. Und 1951 ist die große Kirche wieder aufgemacht worden. Und als 1952 und 1953 die Therme wieder drauf kamen, dann haben die Koblenzer gesagt, die Oberfachkirche hat ihr Zwirbelstherm wieder.
wir kommen wieder aus der Trümmere. Und das war für die Leute richtig Hoffnungszeichen. Und sie waren doch, wir kommen wieder aus der Trümmere. Und heute noch sind die Termen von den Frauen eines der Wahrzeichen von Koblenz. Ich habe auch Freude Feuerwacht drin, die von 1910 bis 1973. Wir sind hier in der Overstadt und die Feuerwehr war ja unter dem Plan, aber das alles ist noch Feuerwehrgebäude. Heute ist da eine sehr, sehr gute alten Begegnungsstätte drin. Die junge Frau, die da Dinge da betreibt, die macht die Arbeit sehr gut und die alte Lötscher, was heißt alte Lötscher? Ich habe schon, es sind ja meistens nur Frauen, die da hingehen. Wenn ich einen Mann sage, ja, geh doch mal dahin, da kannst du Skat spielen und die tanzen und machen Musik einmal im Monat, eine ganze Gruppe. Och, das sind ja nur alle Leute, da ist der selber schon 85. Ja, das sind ja nur alle Leute, gell? Aber hauptsächlich sind da Frauen. Da wird auch Kuchen gebacken, da geht es Waffeln und einmal im Jahr geht es zur Kribbelscher. Und die mischt wieder die Mutter von der Betreiberin, die ist so vom Ahrenberg. Da sind so richtig hausgemachte Kribbelscher und die rufen mich dann immer an, die Sonne geht wieder Kribbelscher, da gehe ich mir da Kribbelscher holen, weil die schmecken noch, wie sie die Mutter auch gemacht hat. Dann haben wir hier einen schönen kleinen Brunnen, ist der Familienbrunnen und der verdanken wir dem Professor Altmaier. Hans Altmaier, der war damals der Vorsitzende von der AKM, von der Künstlergemeinschaft. Und der ist abends immer, wenn die hinter dem Haus Metternich haben die Ausstellungen gehabt, wenn die Ausstellung rum war, sind die unten in Alt-Koblenz eine drin gegangen. War damals noch der Haier drin, Weinwirtschaft, sind die eine drin gegangen. Der Nikolai, der Pfeifer. Dann sind die Helfer bei, da hat der Altmaier immer, mich haben sie auch schon mal mitgeholt, und da hat der Altmaier immer gesagt, hey, komm da mal ein Brunnen hin. Und genau so ist es gekommen, ich glaube 89 oder wann, haben wir heute den Brunnen eröffnet. Die hat der Rudi Scheuermann gemacht, ein Familienbrunnen. Das ist eine Familie mit vier Kindern. Ein Kind ist um die Ecke rum und noch ein Hund. Und so hat man sich damals die Familie vorgestellt. Heute ist es umgekehrt. Heute haben sie vier Hunde und kein Kinder. Aber damals waren noch vier Kinder und ein Hund, der Familienbrunnen. Und da sehen Sie, der Stein da, der ist 1, 2, 3, 4, 5-eckig. Da kommt in der Mitte kommt das Wasser raus, das soll verdeutlichen, dass hier oben der Ursprung von der Stadt ist, dass hier wir in dem römischen Kastell uns befinden, wo die Stadt praktisch 9 vor Christus, wenn die Geschichtsschreibung stimmt, gegründet wurde, Herr in der Oberfahrt herrscht. Koblenz war ja im Zweiten Weltkrieg bis zu 87% zerstört, gerade die Altstadt, aber hier oben haben wir ein bisschen Glück gehabt. Obwohl die Kirche abgebrannt war, ist ja eines sich viel, eigentlich stehen geblieben, gemäß Gasmärkte stehen geblieben. Hey, das Haus war kaputt, da hat nur die Außenfassade gestanden. Da war vor dem Krieg und im Krieg, zeitweise war ein Fachhaus drin. Nach dem Krieg, die Firma Schlaut, wir kennen die als Festartikellieferant und so was. Die Schlauts haben hier gewohnt und die haben hier ihre erste Lade gehabt, so mit Festartikel, Luftballons und Luftschlange und der ganze Kram, was man früher so gehabt hat. Hey, kommen wir jetzt an eine Gasse vorbei. Mehlgas, Gemüsegas, das sind alles Gasse, die von Norden nach Süden laufen und die dafür sorgen, dass hier oben immer Luft geht, dass hier immer ein bisschen windig ist. Warum? Hier war früher der Kirchhof und der Friedhof hat gestunken. Man hat früher nicht beerdigt wie heute, 2 Meter tief in einem Holzsarg, einen halben Meter in Tücher eingewickelt, da kommt so ein Erdhügel drüber und die Friedhöfe haben gestunken. Und da hat man die Gasse gebrochen und da steht zum Beispiel, steht in der Stadtgeschichte, hat man die Braugasse gebrochen, um, so steht es doch wörtlich da, die sterbende Luft zu bewegen. Also um Durchzug zu machen, damit das hier nicht so gestunken hat. Dann kommen wir jetzt schon fast in die Braugasse. Und die Braugasse hat ihren Namen daher, weil dort das alte Brauhaus ist. Und 1689 haben wir die Braurechte verliehen gekriegt. Früher war dort Rathaus, das Haus Monreal. Da haben wir die Braurechte verliehen gekriegt und da ist die Brauerei gebaut worden, die Tillmannsche Brauerei. Die haben Bier gebraut und ich glaube, es war 1888. Da sind die in die Ortslage Königsbach gezogen, vor die Stadt. Und seit der Zeit war das die Königsbacher Brauerei. Also der Ursprung der Königsbacher Brauerei ist 1689 im Brauhaus. Vorher habe ich dann meinen Onkel oder meinen Vater da schon mal holen müssen, erinnern müssen, dass das Mittagessen gut wäre und so was, dann zu Hause kommen sollte. War immer eine beliebte Gaststätte, das alte Brauhaus. Und Gott sei Dank ist es heute auch in guten Händen. Frau Retzmann hat den Laden da gut im Griff. Und freitags morgens machen wir immer noch mit 5 Mann
einen Frühschoppen, also wenn wir können, wenn wir gesund sind, wenn wir Zeit haben, einen Frühschoppen, immer nur eine Stunde. Stunden und dann sind wir wieder fort. Aber es ist immer interessant, in der Stunde hat man schon viel zu erzählen und trifft noch ein paar nette Leute. Hey, wo jetzt der Eissalon ist, da war früher eine zoologische Handlung. Die haben eine, da konntest du Papageien kaufen, weiße Mäuse und den ganzen Kram. Die war hey, in dem Laterne gehört doch das Haus. Und hey, die Musikkneipe zum Schiff hier, die war früher mal sehr berüchtigt. Wir haben früher gesagt, das goldene Dreieck, wenn es da drum ging, um Hasch und so ein Kram, LSD und der ganze Mist, dann war das Schiff hier hinten an der Münchstraße-Eck unten und das Haus Metternich, das Jugendhaus. Die drei zusammen waren das goldene Dreieck. Da ist gedealt worden, da ist gekauft worden, da ist bezahlt worden. Und ich weiß immer, meine Tochter wollte immer gerne ein Schiff hier. Und da hat meine Frau gesagt, da gehst du nicht hin. Und ich habe gesagt, lass es doch gehen. Und da war sie zwei oder dreimal da, da hat es gereicht, da ist auch nicht mehr hingegangen. Aber das war schon immer. Und jetzt läuft der Laden, ist jetzt ein bisschen Musikkneipe, läuft sehr gut und ich habe nichts mehr gehört, dass man da sich auch ein bisschen weit für die Nase holen kann. Das scheint nur wirklich ein Kneipe zu sein. Dies war eine weitere Folge unserer Reihe Gassengeschichten. Von Manfred Knifke haben wir viele interessante Dinge über die Koblenzer Altstadt erfahren. Begleiten Sie uns auf unserem Bummel durch die Koblenzer Straßen, auch in der nächsten Folge. Bleiben Sie dran!